Hallo und herzlich willkommen auf Evo2kTV und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von WWE2K24, das Community Universe, das Evoverse. Im Hintergrund zu sehen ist der Lewis Barrett. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass der heute wieder so etwas im Fokus stehen könnte. Ja, gestern haben wir auch die Promo von Wesley Malcolm Briggs gesehen, die euch ganz gut gefallen hat. Das hat mich sehr gefreut. Ich denke mal, das hat den Daniel auch sehr gefreut, weil da auch wieder ein bisschen Arbeit drin gesteckt hat. Ich meine, ihr habt gesehen, wie lange die Promo ging, das Ganze dann wieder zusammenzuschneiden. Und ja, wenn ihr auch sowas haben möchtet, baut euch sowas gerne über EvoSpace auf oder kontaktiert mich über den EvoSpace-Server, über das Support-Ticket. Dann können wir da bestimmt was Gutes bauen. Man muss natürlich auch dazu sagen, das Ganze muss irgendwie so ein bisschen Sinn ergeben, weil ich kann jetzt natürlich auch nicht alles verwenden, weil dafür haben wir einfach zu wenig Folgen. Und ich habe da auch ein bisschen was in der Pipeline. Ich kann euch sagen, das ist nicht das Einzige mit Wesley Malcolm Briggs, was jetzt hier kommt. Also wenn diese Briggs-Story vorbei ist, wird es auch direkt knackig weitergehen. Tatsächlich habe ich das mich jetzt ein bisschen pausiert. Eigentlich wollte ich damit die Woche schon starten. Aber ja, ich habe mir gedacht, wenn ihr euch die Mühe gebt, dann sollt ihr natürlich auch dafür belohnt werden. Genau, und dann würde ich einfach sagen, wenn ihr auch Lust habt, bei dem Projekt mitzumachen, dann guckt mal unten in die Videobeschreibung rein. Dort findet ihr ein Informationsvideo, baut euch den Charakter anhand diesem Informationsvideo, ladet ihn hoch. Dann werdet ihr in Kürze dabei sein, kommt auch auf dem Discord-Server vorbei, denn dort erfahrt ihr, ob euer Charakter angenommen wurde oder abgelehnt wurde. In diesem Sinne würde ich einfach sagen, wir gehen mal in die Raw-Ausgabe rein. Ich habe das Gefühl, das könnte auch wieder spannend beginnen. Liebes Evoverse-Universum, nein, macht euch keine Sorgen, ich werde jetzt nicht in jeder Folge herauskommen und von euch verlangen, dass ihr mich anerkennt oder sowas. Nein, ich möchte einfach nur Danke sagen, denn seit meiner Promo stehen meine Social Medias nicht mehr still. Ihr seid der absolute Wahnsinn. Und ich habe mir wirklich Gedanken gemacht, was für mich der beste Einstand wäre und bin zu der Erkenntnis gekommen, wie wäre es, wenn ich mit denen in den Ring steige, die mir eine Chance gegeben haben. Und ich würde tatsächlich gerne mit dem Lewis Barrett anfangen. Also Barrett, wenn du Bock hast, jetzt gleich hier im Ring. Wir sehen uns. Macht's gut. Und ja, Wesley Malcolm Briggs hat eine Open Challenge quasi ausgesprochen für den Lewis Barrett. Mal gucken, ob er die annehmen wird. Auf jeden Fall starten wir jetzt mal mit dem Match zwischen dem Kuda Beast und dem Josh Briggs. Josh Briggs bis jetzt noch gar kein Match. Kuda Beast aktuell mit dem Ale zusammen mit 4-5 in der Bilanz, also 4 Siege, 5 Niederlagen und 12 Punkten und 44,44% Siegquote auf Platz 1 der Rankings vom Television Championship. Beziehungsweise das Ranking. Und Kuda Beast holt sich hier den Sieg. Ale, genau das gleiche, was ich gerade schon zu Kuda Beast gesagt habe, gegen Brooks Jensen. Auch hier genau dasselbe mit 0 Matches bisher und es setzt sich. Oh mein Gott, der Speed Champion verliert das Match gegen Brooks Jensen. Das ist erstaunlich auf jeden Fall. Und das wird den Kuda Beast freuen, denn der SummerSlam steht ja vor der Tür. Und da müssen wir halt mal schauen, wie es da so für das Match aussieht. Ob sich da der Ale nochmal zurückkämpfen kann, um eventuell Doppelchampion zu werden. Bryce McGregor haben wir gegen den Cookie Smith. Bryce McGregor 3 Siege, 7 Niederlagen, 9 Punkte, 30% Siegquote. Cookie Smith 4 Siege, 6 Niederlagen, 0 Punkte, 40% Siegquote. Und Bryce McGregor holt sich hier den Sieg und zieht damit mit Ale gleich. Also eventuell gibt es hier nochmal einen knackigen Dreikampf um das Match gegen den Raver. Dann haben wir Halilo gegen Motoda Sakamoto. Ich würde sagen, wir gratulieren jetzt schon mal dem Halilo mit einer 5 Siegebilanz und 5 Niederlagenbilanz und 15 Punkte, dementsprechend 50% Siegquote. Und Motoda Sakamoto, 3 Siege, 7 Niederlagen, 9 Punkte, 30% Siegquote. Und das Match gewinnt Halilo. Wer hätte es gedacht? Kenzo Tsukomo gegen Ludwig Kaiser, auch im Intercontinental Championship Ranking. 8 Siege, 4 Niederlagen, 24 Punkte, 66,67% Siegquote für den Kenzo Tsukomo. Und Ludwig Kaiser steht bei 4 Siegen, 3 Niederlagen, 12 Punkten, 57,14% Siegquote. Und Kenzo Tsukomo
mit dem Sieg. Dann haben wir den OC gegen die Latino World Order. OC 3 Siege, 2 Niederlagen, 9 Punkte, 60% Siegquote. Die LWO bisher ein Match erst, das haben sie verloren. Dementsprechend 0 Punkte, 0% Siegquote. Aber da haben sie sich den ersten Sieg geholt. Und ja, da bleibt es dann auch wieder spannend. Denn, ja, der OC kann sich nicht absetzen. Also dahinter in der Lauerstelle ist noch Chase U. Und jetzt auch die LWO, vielleicht auch mit 3 Punkten. Vielleicht geht da auch noch was, müssen wir mal gucken. So, da haben wir Alex Anderson gegen den Jordan Smith. Und Alex Anderson im Main-Ranking, 6 Siege, 3 Niederlagen, 18 Punkte, 66,67% Erfolgsquote. Ebenfalls 18 Punkte mit 60% Erfolgsquote. Der Jordan Smith mit 6 Siegen und 4 Niederlagen. In dem Match holt sich Jordan Smith den Sieg und zieht damit an Alex Anderson vorbei und stellt damit auf 21 Punkte, die auch Gunther hat. Und Gunther hat nämlich jetzt schon ein Match gegen Eli Samuels. 7 Siege, 1 Niederlage, 87,5% Erfolgsquote und die eben angesprochenen 21 Punkte gegen Eli Samuels. 7 Siege, 4 Niederlagen, 6 Punkte, 63,64% Siegquote. Und da holt sich Gunther den Sieg. Also, da bleibt dem guten alten Jordan Smith, ja, nur, was kann man da sagen? Einfach nur hoffen, dass er dranbleiben kann. Und jetzt schauen wir mal. Wesley Malcolm Briggs, kommt Lewis Barrett raus? Wir haben eine Rivalenaktion gemacht. Wir lassen uns überraschen, ob Lewis Barrett gleich zum Match erscheinen wird. Los geht's. Dann schauen wir mal. Und da ist er zum ersten Mal, der Entrance von Wesley Malcolm Briggs. Hat er sich nochmal umgezogen, weil im Anzug kann er natürlich nicht antreten. Der Money Man, der Gründer von Heim, der Evoverse Group Investor. Oh, er hat sogar hinten das Logo drauf, was ich ihm gemacht habe mit Adobe Firefly. Wunderschön. Tja, Wesley Malcolm Briggs. Ich weiß nicht, wer erinnert sich noch an das letzte Spiel, wo er mit dabei war, als seine Haare die ganze Zeit herumgeglitscht haben und ich dann, weil dieses Spiel so wundervoll gewesen ist, ihm eine andere Frisur einstellen musste. Das war übrigens auch so der Promo, was er gesagt hat, so dieses trotz meiner verrückten Frisur, die ich hatte, dass ihr mich angenommen habt und so. Das war halt so dieser, wer es nicht verstanden hat, dieses Remembering daran. So, und es ertönt schon mal eine Musik. Aber anscheinend muss hier wieder gespart werden, weil irgendwie die... Ja. Ah doch, da kommt ein bisschen Feuer. Feuer! Es brennt! Vielleicht kommt ja auch Kane raus. Oh! Er lässt es sich nicht nehmen und kommt tatsächlich raus. Lewis Barrett. Ja, der eine oder andere wird jetzt vielleicht sagen, hey, der Barrett hatte doch gestern schon ein Match gehabt. Aber wenn wir halt so eine Story haben, das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Mir hat das Daniel halt diese Promo relativ kurzfristig eingereicht. Zu dem Zeitpunkt hatte ich noch nicht den Stand, dass er halt Barrett herausfordern will. Und dann passiert sowas halt mal. Aber ist ja auch okay. Wenn wir damit eine schöne Story haben, why not? So, wir skippen das Ganze aber mal. Und let's go. Wesley Malcolm Briggs hat keinen Widerstand. Daniel, was ist da los? Probiert direkt mal den German Suplex Pin, aber da kommt Barrett gerade so raus. So, mit dem Enziguri streckt den erstmal nieder. So, was können wir jetzt in Bilanzen sagen? Barrett hat ja gestern sein Match gewonnen. Mal gucken, ob wir heute wieder Moonsault City bekommen. Barrett steht aktuell im Intercontinental Championship Ranking. Ist auch, ja, ich glaube, das wird nichts mehr jetzt bei dem nächsten Pay-Per-View, weil dafür hat er zu wenig Punkte. Und da kann er den Kenzo nicht mehr einholen, weil der hat ja heute auch wieder gewonnen. Weil er könnte im besten Fall noch von den Punkten her gleichstellen, aber auch dann wird es von der Siegquote, glaube ich, schwierig. Bin bei Barrett 6 Siege, 7 Niederlagen, 18 Punkte, 46,15% Siegquote. Glaube, da passiert nicht viel. Ja, Wesley Malcolm Briggs startet natürlich trotzdem, auch wenn es jetzt, wenn er hier ganz, ganz viel Macht hat. Im Television Championship Ranking, weil das ist ja ein Macher und Malocher, der will ich ja auch hocharbeiten. So, und dann gibt's den Stunner nach dem Springboard.
shots are legal, so hopefully this will be a short trip outside. That's a bad landing. Extending their opponent's arm. Ah, leg drop auf den Arm von Wesley. Da lässt sich erstmal feiern, wenn das mal nicht nach hinten losgeht. Und da ist er wieder, Moonsault City. So, und Briggs jetzt auch. Mit einer Aktion über die Seile. Und der Weg könnte... Nee, er ist nicht so lang. Aber da merkt er, der könnte sich befreien. Ist das nicht Wahnsinn? Wir sehen Briggs ohne Glitschenhaare. Wesley Malcolm Glitch ist Geschichte. Oh, dieser Superkick streckt jetzt den Barrel erstmal nieder. Hat ihn aber gut unter Kontrolle. Oh, da muss er beißen, der Barrett. Man hat er sich nicht befreit. Briggs hat jetzt selber unterbrochen. Und er will, glaube ich, einen Superkick zeigen. Sweet Chin Music. Sweet Briggs Music. Aber Barrett kontert. Und wieder Moonsault City. Muss er nicht auch dazu sagen, Briggs hat jahrelang kein Wrestling gemacht. Er feiert gerade sein Comeback. Und dafür, dass er so lange nicht aktiv war, ist er auf jeden Fall nicht eingerostet. Das muss man schon sagen. Das war jetzt vielleicht nur ein bisschen naiv, dass er jetzt schon hier die Sweet Briggs Music zeigen wollte. Weil dafür war der Barrett noch nicht geschwächt genug. Aber da wieder hier. Briggs macht weiter. Barrett wieder am Drücker. Schleudert ihn wieder weg. Uh-oh. Carefully measured. Big leg drop. He's on his heels a bit now. This is where endurance becomes so important. Oh, Barrett geht in den Ring zurück. This crowd is truly unworthy of his incredible match. Maybe that will set him up. Und Pinfall. War das ein Signature? Weil meistens ist das so, du zeigst eine Aktion, wenn dann direkt in den Pinfall gegangen wird, waren das meistens Signature oder Finisher. Das heißt, eventuell hat Barrett jetzt was verkackt. Oh, und Mr. Money in the Company fängt sich jetzt hier den Stunner. Pinfall-Versuch von Barrett. Aber Kickout. Und jetzt der Flatliner. Ja, jetzt kriegt Briggs ein bisschen Probleme. Und Tornado DDT auf den Apron. Also, es ist jetzt absolut kein Disrespect an andere, die einen Charakter hochgeladen haben. Aber du merkst einfach wieder, dass bei beiden unfassbar viel Zeit im Moveset drin steckt. Das ist verrückt einfach, was du hier für eine Matchqualität wieder zu sehen bekommst. So, Briggs auf dem obersten Seil. Kommt angeflogen mit dem Elbow Drop.
Und er probiert wieder die Aufgabe gegen Barrett. Gibt er jetzt auch? Tappt er? Nee, er löst wieder. Das war's. Das war zu krass jetzt. Was? Oh mein Gott, jetzt gibt's so eine Szene hier nach dem Match. Zwei unglaubliche Kämpfer haben alles gegeben und sehen wir etwa... Ja, zum Beispiel geben sie den Sportsgeist. Ja, Mann. Acknowledged him. Barrett gratuliert Wesley Malcolm Briggs. Also bevor jetzt irgendeiner hier denkt, ich habe irgendwas eingestellt, bei der Rivalenaktion, die ich eingestellt habe, war, du kannst einstellen, dass es nach dem Match zu einem Handshake kommt. Also dementsprechend, jetzt hat Barrett verloren, er hat ihm die Hand geschüttelt und wenn Briggs verloren hätte, das stand in der Beschreibung drin, dann hätte, glaube ich, dann hätte er ihn anerkannt oder so, keine Ahnung, was da genau stand. Da unten steht noch was. News. Obwohl er sein Match verloren hat, zeigte Lewis Barrett Wesley Malcolm Briggs gegenüber Fairness und Respekt, als sie sich zur Begeisterung der Fans im Nachhinein die Hände schüttelten. So muss das sein, Leute, oder? Und wir sind dann bei NXT und starten da mit dem Match zwischen dem BDG und dem Danger Jack. BDG 4 Siege, 6 Niederlagen, 12 Punkte, 40% Siegquote. Danger Jack 2 Siege. 9 Niederlagen, 6 Punkte, 18,18% Siegquote und hier aus dem Match erfolgreich raus geht tatsächlich der Danger Jack. Oh mein Gott, also das ist mal wieder hier, wo man denkt, hey, das wird ja ein easy Ding für den BDG bei der Bilanz hier derzeit hat, aber dann denkt sich das Spiel wieder, hold my beer. So, wir haben The Ghost gegen Dijak. The Ghost 4 Siege, 7 Niederlagen, 12 Punkte, 36,36% Siegquote gegen den Dijak. 2 Siege, 4 Niederlagen, 6 Punkte, 33,33%. Prozent Siegquote und in dem Match erfolgreich geht raus der Ghost und das ist für den BDG natürlich jetzt eine Katastrophe, denn der Ghost zieht dann ihm vorbei im Championship-Ranking. Wir haben noch den Dark Rebel gegen Paul Williams. Dark Rebel hat 2 Siege, 9 Niederlagen, 6 Punkte, 18,18% Siegquote und Paul Williams steht bei, wo haben wir ihn denn? Da, 4 Siege, 3 Niederlagen, 3 Punkte, 57,14% Siegquote und den Sieg holt sich Paul Williams, ja, und beim Dark Rebel bleibt es irgendwie dabei. Der ist, glaube ich, der erste mit 10 Niederlagen. Mit 2 Stück. Das gab es, glaube ich, bisher noch nicht. Dann haben wir Victor Norton gegen Kevin Owens im North American Championship Ranking. Victor Norton 5 Siege, 4 Niederlagen. Genauso wie Kevin Owens 5 Siege, 4 Niederlagen. Beide 6 Punkte, beide 55,56% Siegquote. Und Victor Norton geht hier als Sieger raus. Dann haben wir den Nathan Gardner gegen den Oni Haku Tanaka. Nofi, Alter. Statt Oni machen wir jetzt Nofi. Nathan Gardner, 7 Siege, 4 Niederlagen, 21 Punkte, 63,64% Erfolgsquote. Der Oni, 7 Siege, 6 Niederlagen, 21 Punkte, 53,85% Siegquote. Die Captain's Crew begleitet den Nathan Gardner zum Ring und als Sieger rausgeht Nathan Gardner. Dann haben wir noch Mason, den Champion, den North American Champion gegen Satoru Suzuki. 9 Siege, 100% Erfolgsquote, 27 Punkte gegen Satoru Suzuki mit 4 Siegen, 6 Niederlagen, 12 Punkte, 40% Siegquote. Mason holt sich als erster seinen 10. Sieg. Dann haben wir Steve Raymond gegen John Spivey. I believe in John Spivey. Entschuldigung, das musste sein. Da habe ich schon seit gestern oder vorgestern Bock drauf gehabt. Steve Raymond, 8 Siege, 4 Niederlagen, 6 Punkte, 66,67% Siegquote und I believe in John Spivey. 9 Siege, 6 Niederlagen, 3 Punkte, 60% Erfolgsquote. Der Wechsel zu NXT ist ihm nicht so bekommen. Seitdem ist er ganz schön auf dem absteigenden Ast. Das sind ja schon Motoda Sakamoto-Niederlagenserien. Auf jeden Fall den Sieg hier in dem Match holt sich Steve Raymond und damit steht John Spivey, nachdem er ja irgendwie, ich glaube, bei 9-1 stand, steht er jetzt bei 9-7. Also die letzten 6 Matches müsste er alle verloren haben. Dann haben wir den Admiral Router und Badgie James gegen The Miz und R-Truth. Die Captain's Crew, 1 Sieg, 1 Niederlage, 3 Punkte, 50% Siegquote und Awesome Truth, auch 1 Sieg, 1 Niederlage, 3 Punkte, ja, beide 50%. Was soll man da sagen? Den Sieg holt sich die Captain's Crew und wäre damit amtierender Hauptherausforderer auf den Titel von X-Men Nathan Fraser. Aber wir müssen halt auch mal wieder ein bisschen die Tag Team Division pushen, weil wenn man halt hier nur einen Sieg braucht, um Hauptherausforderer zu werden, ist das halt auch nicht so Sinn der Sache. Müssen wir vielleicht mal ein paar Einzelmatches zurückchecken, also auch bei den anderen Shows, bei Raw und SmackDown.
So, und der Main Event, Ricardo Balesca gegen Ethan Ace, das gucken wir uns mal an. So, und auch hier habe ich wieder eine Rivalenaktion eingestellt. Denn für Balesca geht es nämlich auch darum, entweder sein erster Sieg oder seine 10. Niederlage. Und 0-10 wäre natürlich schon mal richtig heftig. Also ich glaube, es ist noch niemand ins Eververse gestartet. Und vor allem, dass es Balesca tut, das ist einfach die größte Überraschung. Ja. Das haben wir schon gesagt, dementsprechend hat er 0 Punkte, 0% Siegquote, aber eine 100% Niederlagenquote. Und ja, wen haben wir noch so als Gegner? Ethan Ace, da muss man auch erstmal schaffen, mit 2 Siegen hier Champion zu werden, Television Champion. 2 Siege, 6 Punkte, 100% Siegquote, also ein Auftakt nach Maß im Evoverse. So, Balesca kennen wir seinen Einzug, deswegen skippt man das Ganze jetzt mal. Und Ethan Ace, Acknowledge the Champion. Oh mein Gott, er hat einfach sogar die Musik hier vom Shield oder von Roman Reigns. Ja. Dann schauen wir mal, wie er zum Ring kommt. Mit dem Schwert. Oh mein Gott, das hat hier schon Potenzial für King of the Ring. Wo ist der Titel? Man sieht ihn gar nicht. Der Fokus liegt auf dem Schwert. Hä? Moment, habe ich irgendwie einen Fehler gemacht? Hatte Ethan Ace nicht den Championship gewonnen? Bin gerade ein bisschen verwirrt. Oder habe ich hier was falsch eingestellt in meinem Championship-Ranking? Ist irgendwie was schief gelaufen? Wer ist denn aktuell der Television-Champion hier bei NXT? Müsst ihr mir jetzt mal auf die Sprünge helfen? Irgendwas in meinem Ranking hier anscheinend schief gelaufen. Oder irgendwie hat er den Titel nicht umbekommen. Weil ich kann jetzt auch nebenbei nicht gucken. Denn das macht mir sonst die Aufnahme kaputt. Na egal, wir nehmen das jetzt mal so hin. Auf jeden Fall gibt es jetzt Ethan Ace gegen Ricardo Balesca. Wenn er natürlich jetzt nicht Champion ist, wäre das jetzt ein bisschen doof. Weil ich das jetzt ganz anders aufbauen wollte. Aber dann korrigieren wir das Ganze mal. Also klar, ihr werdet jetzt was reinschreiben hier in die Kommentare, aber ich habe das Problem ja bis dahin schon selber gelöst und mir angeguckt, wie das da so ausgegangen ist. Aber trotzdem bin ich heute wieder um jeden Support dankbar. Was ist denn da schief gelaufen? I believe in John Spivey. Slides underneath the rope, back to the ring. Quick was that. Measuring their opponent, little gut wrench. Yokozuka Cutter. Also wenn wir uns so die Körperproportionen angucken, wird Ethan Ace, glaube ich, den Ricardo Balesca kaputt machen. Balesca mit einer Aktion. Aber die wird halt auch schon wieder unterbrochen und gekontert. Mal hier reingehen. Ich muss mich mal wieder auf meine Kamera switchen. Übrigens wird mal in die Kommentare geschrieben. So wie es jetzt gerade ist, so, wo ich hingucke, wurde mir geschrieben, ja, wenn ich halt immer auf die andere Seite gucke, dann kriege ich ja gar nicht mit, was hier auf dem Monitor passiert. Aber das stimmt nicht, weil hier auf diesem Monitor, der jetzt gerade hier läuft, wo ich jetzt hinzeige, sehe ich das Match auch, weil da ist halt OBS. Mein Bildschirm ist halt zweigeteilt. Da sehe ich auf der einen Seite quasi das Match und auf der anderen Seite sehe ich den Text, wenn ich jetzt irgendwas im Discord oder so vorlesen würde. Ja, wie sieht es gerade wieder noch in einer weiteren Hinrichtung von Ricardo Balesca aus? Pushing their opponent up and
ist das der Good Night Moment schon? Nee, Valeska nochmal einen Kickout. Waistlock applied, but their opponent, big right hand. So, jetzt Valeska. Auch mal ein bisschen, kann ein paar Akzente setzen. Schau mal, wie lange er die setzen kann. Taking a moment to get pumped off of this crowd's incredible energy. Oh, Pinfall. Nach dem Spear aber Ethan Ace mit dem Kickout. So, jetzt streckt er ihn nieder mit dem Matschka-Kick. Und das war's. Die 10. Niederlage für Valeska. Ich bin schockiert, dass er den Sieg holen konnte. Oh, wow, Alter. Oh mein Gott, Valeska schlägt den Referee K.O. Die Frustration kocht über. Das ist ein Rekord, dem kann ihn keiner nehmen. So, und ihr seht jetzt hier die Rivalitätsergebnisse. Ricardo Escan und Ethan Ace sind jetzt Feinde. So, alle Attribute verringern sich um 1 bis zu 10 Mal stapelbar bei Valeska mit schlechter Lauf. Dann Reaktion auf das Publikum. Die Publikumsreaktion auf Valeska ist jetzt Buhen. Okay, Heel Turn. Die Persönlichkeitszüge, aggressiv plus 10 hat er bekommen. Persönlichkeitszüge, beharrlich plus 5 bei Ethan Ace. Fokussiert, der Athlet konzentriert sich auf ein Ziel. Der Persönlichkeitszug, diszipliniert, aggressiv, verändert sich doppelt so schnell. Beziehungsänderung haben wir schon vorgelesen. Ja. Was haben wir mit News? Ricardo Valeska hat einen überraschenden Sieg eingefahren. Hä? Und sich blitzschnell. Okay, das da unten, das stimmt nicht, was da steht. Das ist Bullshit, ja. Herr Valeska. Das ist schon bitter, ne? Und dann sind wir bei SmackDown drin und starten da mit dem Match zwischen Isaac King Jacobs und einem Comebacker, dem El Ranko. Auch schon Urgestein im Evoverse gefühlt. Ja, und El Ranko, den haben wir zu SmackDown gepackt, weil da ist dann noch Platz im Ranking, weil wir haben gesagt, das machen wir möglichst ausgeglichen alles. Isaac King Jacobs, der Television Champion, 8 Siege, 3 Niederlagen, 24 Punkte, 72,73% Erfolgsquote. El Ranko ist klar und den Sieg holt sich hier der Champion, also direkt mal als Begrüßung eine Niederlage eingefangen, hat eben der Jacobs direkt mal gezeigt, wo der Frosch die Locken hat. Dann haben wir Timothy Taylor gegen The Nightmare. Timothy Taylor, 4 Siege, 7 Niederlagen, 12 Punkte, 36,36% Siegquote. Der Nightmare, 2 Siege, 1 Niederlage, 66,67% Erfolgsquote. Und ja, guck mal, wer sich hier den Sieg holt. Wird der Nightmare tatsächlich? Oh, das ist bitter für Timothy Silver. Denn dadurch wird es jetzt tatsächlich für die SummerSlam nochmal sehr, sehr spannend. Ja, weil 12 Punkte, 9 Punkte, da geht was. Und Gustavo Garcia ebenfalls bei 9 Punkten hat heute ein Match gegen Wes Lee, der die gleiche Bilanz hat wie der Nightmare. Beziehungsweise 2 Siege, 4 Niederlagen, 6 Punkte und 33,33% Siegquote. Mann, was ist hier gerade los? Und Gustavo Garcia steht bei 3 Siegen, 1 Niederlage, 9 Punkte, 75% Siegquote. Den Sieg holt sich Wes Lee tatsächlich. Was zur Hölle passiert denn hier gerade? Oh mein Gott, das wird doch noch richtig spannend, hier, wenn beim SummerSlam das Match gegen Jacobs bekommt. So, dann haben wir ein Triple Threat Match mit Dirty Dom Dom, Joe Coffey und Prince JL. Dominic Mysterio 3 Punkte, Joe Coffey 3 Punkte und Prince JL 3 Punkte. Die Siegquote bei Joe Coffey liegt bei 25%, bei Dominic Mysterio bei 20%, bei Prince JL bei 66,67%. Dazu muss man auch noch sagen, Joe Coffey 1 Sieg, 3 Niederlagen, Dominic Mysterio 1 Sieg, 4 Niederlagen und Prince JL 4 Siege, 2 Niederlagen. Also das sind hier die mit 3 Punkten und dem Ranking im Television Championship Ranking. Und JL, Prince JL, holt sich hier den Sieg. Dann haben wir Modoku, Eric Graves und Soul. Heute die Folge der Triple Threat Matches. Modoku
steht bei 4 Siegen, 4 Niederlagen, 50% Siegquote, 12 Punkte. Soul ebenfalls 12 Punkte und Eric Race 12 Punkte. Soul 4 Siege, 8 Niederlagen, 50%. Nee, Quatsch. 4 Siege, 8 Niederlagen, 33,33% Siegquote. Und Eric Race 4 Siege, 7 Niederlagen, 36,36% Siegquote. Und als Champion geht hier raus, der Soul holt sich mal wieder einen Sieg und damit, ja, versucht er dran zu bleiben an den zwei derzeitigen Hauptherausforderern. Und da kommen wir nämlich auch schon drauf, weil bei den beiden wird es wahrscheinlich jetzt so eine Art Best-of-Serie geben bis zum SummerSlam. Das ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Juri Vankov, 7 Siege, 4 Niederlagen, 21 Punkte, 63,64% Siegquote und Mike Leroy, 7 Siege, 6 Niederlagen, 21 Punkte, 53,85% Siegquote. Ich muss, glaube ich, gleich mal was trinken. Irgendwie, keine Ahnung. Ich bin halt so ein bisschen neben der Spur. Es liegt wieder am Wetter, ne? Es liegt alles immer am Wetter. Den Sieg holt sich auf jeden Fall Mike Leroy und wäre aktuell der Hauptherausforderer auf den Titel von Logan Paul. Schauen wir mal, wie es dann morgen weitergeht. Kann er morgen? Wird es auf jeden Fall dieses Match nochmal geben? Schauen wir mal, ob wir da dann eine Vorentscheidung bekommen. Beziehungsweise in der nächsten Folge. Morgen ist ja Pause wegen King of the Ring Turnier. JP Retap gegen den Straightwater. Das Undisputed WWE Universal Championship Ranking. JP Retap, 8 Siege, 3 Niederlagen, 24 Punkte, 72,73% Siegquote. Gegen den Straightwater, 6 Siege, 5 Niederlagen, 9 Punkte, 54,55% Siegquote. Den Sieg holt sich hier der JP Retap. So, und jetzt muss der Halil dranbleiben. Hat ja auch 24 Punkte, 8 Siege, 4 Niederlagen, 66,67% Siegquote. Seth Rollins, 3 Siege, 2 Niederlagen, 9 Punkte, 60% Siegquote. Und den Sieg holt sich hier Seth Rollins. Oh mein Gott, und das ist auf jeden Fall für den JP Retap nicht so schlecht. In dem Main Event haben wir noch ein Triple Threat Match mit den 3-Punkte-Kandidaten. Alle mit einem Sieg und 3 Niederlagen, dementsprechend 25% Siegquote. Den Sieg holt sich hier Damian Priest beim Match gegen Drew McIntyre und Braun Strowman. Und damit kommen wir zum Speed Championship Match. So Leute, es wird jetzt ganz schrecklich, sage ich euch. Die Zahl 18 hat entschieden. Die Zahl 18 ist der Herausforderer des heutigen Tages auf den Titel von Ale, den er sich ja gestern Rekordzeit geholt hat. Ja, und wer ist das? Wer ist es? Wer ist es? Glaube man, der kennt es schon. Ich habe gerade die Attribute gesehen, das kann jetzt nur nach hinten losgehen. Motoda hat aktuell nur eine 82 und Ale hat einfach eine 91. Das geht jetzt so in die Hose. Wirklich, ey, warum? Ich war mal mit ihm bei einer 88 oder 87, wo ich diese ganz kurze Streak hatte. Warum nicht da? Warum denn jetzt? Motoda Sakamoto. Wir haben mal sein Pay-Per-View-Outfit wieder genommen. Das sieht ein bisschen anders aus. Das nehmen wir jetzt noch mit. Vielleicht ist ja das letzte Mal, dass wir Motoda Sakamoto sehen. Aber vielleicht trumpft er jetzt auch komplett auf. Man weiß es nicht. In diesem Spiel, meint, wir haben eben gesehen, wie Wesley Malcolm Briggs gegen Barrett gewonnen hat. Mit diesem unfassbar krassen Sprung auf die Finger. Am Ende kommt es jetzt wahrscheinlich. Der rasiert jetzt gleich komplett. Und macht jetzt hier so ein richtiges Streak und kommt dann über den Speed Championship hoch. Aber das glaube ich nicht wirklich. Nicht bei einer 82 gegen eine 91. Niemals. Das Schlimme auch noch gegen Ale. Wirklich. Ale Elite Wrestling. Warum kann das nicht gegen jemanden sein, der neu im Evoverse ist? Irgendeiner, so ein Newcomer. Ich kann nur als Verlierer aus der ganzen Sache rausgehen. Du bist eine Schande, Motoda. Und da ist er, der Speed Champion. Und den Championship Einzug gucken wir uns natürlich an. Jetzt fliegt hier eine Mücke die ganze Zeit rum. Das nervt mich. Weil so viel Ehre muss sein, dass wir uns die neuen Einzüge, wenn jemand neu Champion ist, auch immer mal anschauen. Was essen wir denn heute so? Was gibt's bei euch heute zu essen? Oh! Hashtag Tortellini-Salat. Das wird's heute bei mir geben. Ich muss gleich zur Rewe fahren. Kennt ihr Tortellini-Salat? Oder ist das nur sowas, was es bei uns so gibt?
So, das Ganze skippen wir natürlich wieder. Und wir skippen und skippen und skippen. Beide mit dem Widerstand. Ja, und da geht's schon direkt los. Komm, das war's schon direkt, weil der gar keinen Widerstand wahrscheinlich hinbekommt. Immerhin. Komm, halt wenigstens noch 9 Sekunden durch. Ach du Scheiße. Ja! Ja! Er hält länger durch als Yuri. Übrigens, ich habe das Problem gelöst mit dem Television Championship. Das ist Ghost ist da der Champion. Aber wie halt auch gar nichts hinbekommt gerade, oder? Da kommt kein Reversal. Der hat einfach keinen Bock mehr. Der ist so richtig unmotiviert. Der will, glaube ich, zurück zu New Japan oder so. Ja, er hat schon wieder einen Finisher. Komm, ey. Hör mir doch auf. Ja, das war's. Gute Nacht, Motoda Sakamoto. Keine einzige Aktion gebracht. Ja, tschüss. Wundervoll. Wirklich, ich bin begeistert. Cooler Charakter, den ich da gebaut habe. Echt keine einzige Aktion gebracht. Das kannst du doch echt keinem erzählen. So traurig einfach. Wenn ich mir wirklich überlege, jetzt werden wieder viele sagen, ja, überarbeite noch was an deinem Charakter. Aber ich bin nicht so, dass ich was an dem Charakter überarbeite. Weil ich sage ja selbst zu euch, wenn ihr den Charakter eingereicht habt, dann steht der Charakter so. Weil es haben auch schon einige jetzt wieder irgendwie ihren Charakter aktualisiert. Also ich möchte auch nur mal darauf hinweisen, das mache ich. Also ich aktualisiere eure Charaktere nicht. Ich habe von Anfang an gesagt, nehmt euch die Zeit dazu und ladet ihn dann hoch. Weil das ist halt viel zu viel. Das ist viel zu umständlich in dem Spiel. Wenn ich da jeden aktualisiere, bin ich da auch tausende Jahre dran. Deswegen, Motoda ist so. Der ist jetzt halt ein Charakter, der reinscheißt. Das habe ich mittlerweile akzeptiert. Aber das ist halt so traurig. Das ist einfach... Ich denke mir dann einfach wirklich jedes Mal, die Zeit, die ich da rein investiert habe, in das Moveset und alles, wirklich, was ich da alles hätte machen können. Und das ist halt das, was mich so unfassbar ärgert. Gut, Glückwunsch an den L. Zumindest... Habe ich nicht den Rekord gebrochen mit der Niederlagenserie? Mit der Niederlage, mit der Geschwindigkeit. Von daher alles okay. Ich meine, hey, vielleicht kommt Motoda ja jetzt hoch. So. Und ja, dann würde ich sagen, sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst dem Video doch gerne mal wieder einen Daumen nach oben da. Schreibt mir Feedback in die Kommentare. Denkt an den Hashtag Tortellinisalat. Der ist essentiell sehr wichtig, wenn ihr Erfolg in diesem Projekt haben möchtet. Wenn ihr das nämlich nicht reinpostet, werdet ihr auf alle Ewigkeiten so schlecht sein wie Motoda Sakamoto. Wenn ihr mitmachen möchtet und die Flachzange Motoda Sakamoto schlagen wollt, dann ladet euch einen Charakter hoch. Die Videobeschreibung dazu unten, beziehungsweise das Video dazu unten der Videobeschreibung, wo die ganzen Teilnahmebedingungen dann drin sind. Kommt auch gerne auf den Discord-Server, seid ihr herzlich eingeladen, wenn ihr über Wrestling reden wollt, wenn ihr wissen wollt, ob euer Charakter zugelassen wurde, etc. pp. Ich bin dann jetzt raus. Morgen dann King of the Ring Tag. Das Eververse pausiert. In diesem Sinne, habt alle noch einen schönen Tag. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Video. Macht's gut und ciao.